Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Ich behalte den Himmel im Auge. Und genieße gerade jetzt nochmal die schöne Landschaft hier. Sieht gerade wieder nur so schön aus jetzt. Alles bläulich. Wir könnten auch nochmal zum Spaß nochmal in den Ödsturzhügelgrab reinmarschieren. Oder wieder alles neu besetzt ist. Da nochmal einiges leer raiden. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Naja, da ist jemand der Meinung, all das müsste nicht sein. Guten Morgen. Och nö, jetzt zieht sich wieder alles zusammen. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Was weißt du denn schon? Das sieht mir aber gerade nicht so nah aus. Oh, Farkas. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Ein weiterer gut erledigter Auftrag. Ihr habt euch eure Bezahlung und meinen Dank redlich verdient. So. Also gut. Wir können ja mal... Ah, da seid ihr ja. Jemand anderes... befragen. Was habt ihr für mich? Immer noch hoch motiviert. Sehr gut. Vielleicht behält Skjör ja recht, was euch angeht. Er hat etwas Besonderes für euch geplant. Ihr solltet besser mit ihm reden. Skjör? Ah, da seid ihr ja. Sagt doch alle das Gleiche. Ihr wolltet mich sehen? Ja. Für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Wo finde ich diese Tiefenschmiede? Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelsschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Und gut. Bis zum nächsten Mal. Bei Nacht sehen wir uns, ja? Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Ja, mal schauen. So, dann schlafen wir mal, wa? Wir hätten eigentlich genauso gut jetzt noch ein bisschen was anderes machen können. Aber. Das können wir alles immer noch. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja.
Ah, hey, hey, hey. Hier. Nicht jetzt. Tiefenschmiede. Heute Nacht. Wir haben jetzt Nacht, mein Freund. Hey, regnet's immer noch oder schon wieder? Sag mal. Nicht jetzt. Tiefenschmiede. Heute Nacht. Na, komm halt. Seid ihr bereit? Was ist das hier für ein Ort? Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Jorvaskr ist das älteste Gebäude in Weißlauf. Die Himmelsschmiede war schon lange vor ihm hier. Und die Tiefenschmiede nutzt uralte Magie, die älter als Menschen oder Elfen ist. Wir bringen euch hierher, um euch stärker zu machen, Jungblut. Dann mal los. Alles klar. Gut, dass ihr da seid. Es ist lange her, dass wir ein Herz wie das eure in unseren Reihen hatten. Diese klägliche Zeremonie hinter der Halle wird Kriegern wie uns nicht gerecht. Ihr verdient mehr Ehre als ein paar Hochrufe und ein Fest. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen... Apropos, ich muss was essen. Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Ich bin bereit. Nun denn. Aua! Pass auf, du dummer Kopf! Tiefenschmiedekeller. Und das soll ich jetzt benutzen. Ich tue es. Ups, jetzt laufe ich als Werwolf rum, Leute. Wir können sprinten wie einer. Ich möchte euch so besser zeigen. Ups. Seid ihr wach? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Ja, allerdings. Wir werden sie alle abschlachten.
Jeden Einzelnen. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Was ist gerade passiert? Ihr wurdet als Teil des Rudels neugeboren, Bruder. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Bin ich jetzt ein Werwolf? Sag mal, wie habe ich denn Schwierigkeiten bereitet? Ihr habt das Blut des Wolfs in euch, aber ihr müsst Kraft sammeln, bevor ihr es erneut nutzen könnt. Seid aber vorsichtig dabei, wo ihr es tut. Es gibt Feiglinge in diesem Land, die den Anblick des Ruhmes nicht ertragen können. Was bedeutet es, ein Werwolf zu sein? Nichts. Bis ihr euch entscheidet, eure Gabe zu nutzen. Dann, nun ja, kommt man auf den Geschmack. Man wird stärker, schneller. Aber es hält nicht lange an, wenn ihr es nicht mit dem Blut eurer Feinde nährt, sofern ihr euch darauf einlassen möchtet. Je mehr wir uns sättigen, desto stärker werden wir. Und vielleicht entdecken wir noch weitere Gaben von Hesine. Naja, für Hesine habe ich eins gedient. Ihr erinnert euch? Da hatten wir schon mit einem Werwolf zu tun. Sinding. Wohin gehen wir? Die Silberne Hand hat die alte Festung am Galgenfelsen übernommen. Die sind immer herrlich leichte Beute. Gut. Ah, ich habe die als Begleiterin, okay. Warte mal, Bestiengestalt ist wahrscheinlich hier Kräfte. Du verwandelst dich in einen Wolf. Ja, Werwolf, hallo? Was los? Dann werde ich mal das nutzen hier. Hier ist es also, ja? So. Nun mache ich mich jetzt... Ich habe mich jetzt verwandelt, damit ich das jetzt hier voll austesten kann. Und hier können wir uns, wie mit unserer... hallo? Blutgier verlängert, wenn wir jedes Mal einen Menschen essen. Werwolf, Fortschritt-Talent gesteigert. Ah ja, da essen wir auch. Wenn wir auf B drücken, kommen wir direkt ins Skill-Menü. Und der Werwolf hat seinen eigenen. Bestialische Stärke. Also er hat seinen eigenen Talentbaum. Aber wie man sieht, neue Talente werden erst dann verfügbar, sobald genug Leichname verzehrt wurden. Für jedes neue Talent müssen ein paar mehr verzehrt werden. Wir werden auch immer benachrichtigt, sobald wir immer einen Punkt dafür haben. Da müssen wir nicht unbedingt ein Level aufsteigen. Also los. Schaut euch das an. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skjör reingeplatzt ist. Man kann ihre Angst riechen. Mhm. Klar, man kann hier nicht in die Ich-Perspektive wechseln. Hey! Und hier sieht man einen Finishing-Move. Lecker. So würde ich auch durch manche Gebäude ziehen. Lassen wir das.
Wenn ich mal die Zeit zurückdrehen könnte. Was willst du denn? Eine Ratte hier. Achtung. Bringt mich nicht um. Oh doch, werde ich. Werwolf-Talent verfügbar. Von wo kommt der Beschuss? Hallo? Hör mal, ich brauche Hilfe. Ich dachte schon, das war's mit mir. Wow. Es ist immer so knapp. Dann müssen wir noch immer. Ja, ich euer auch. Glaub mal. So, schnell fressen. Fuck. Ich bin tot. Kiste wie immer. Wo liegen die anderen Leichen? Da eine. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch nicht alle gefressen. So, Ayla, du musst mal ein bisschen besser auf mich aufpassen, ey. Ich habe auch keine Rüstung mehr, deswegen und nix. Wo lang geht's jetzt überhaupt? Was war das? Boah, zäh. Das hält schon bis zu einem bestimmten Zeitraum an. Das kann ich aber nicht genau sagen. Wie viel? Wir sind fast da. Vorsicht. Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Sie nennen ihn den Hautabzieher. Was? Ich glaube nicht, dass ich euch den. Was? Von wo kommt das denn jetzt her?